Eines von Onkel Dagoberts Frachtschiffen ist auf dem Weg zur Flugenteninsel. Doch plötzlich gerät es in dichten Nebel. Ah, dieser Nebel, dick wie Pariser Zwiebelsuppe. Glauben Sie eigentlich an diese Seeungeheuer, Herr Quackermill? Ach, wissen Sie, auf See überrascht mich im Grunde so gut wie gar nichts. Ah, da ist schon der Leuchtturm der Flugenteninsel. Ich werde dem Himmel danken, wenn die glückliche Ente endlich im Hafen ist. Nun seien Sie mal nicht so pessimistisch. Wir werden Dagobert Ducks Fracht schon gut hinbringen. Oder ich will nicht mehr Archibald Quackermill heißen. Daniel, was ist passiert? Aber das ist impossible. Ah! Quackermill! Helfen Sie mir, Kapitän! Helfen Sie mir! Mann über Bord! Lass das Rettungsboot zu Wasser! Am besten gleich alle Rettungsboote! Das Biest für schreckliche Augen und diese furchtbaren Zähne. Das Biest ist ganz sogar schrecklich. Es hat ihn verschlungen, Captain Malan. Hat sich der Rest der Mannschaft rechtzeitig retten können? Ei, ei, Sir. Das Seeungeheuer, das so plötzlich aus dem Meer aufgetaucht war, hatte nicht nur Onkel Dagoberts Frachter stark beschädigt, so dass es zur Hälfte gesunken war, sondern auch den Matrosen Quackerbill einfach verschlungen. Wenigstens der Rest der Mannschaft konnte sich in den Rettungsbooten in Sicherheit bringen. Nur einige Stunden später kreist ein Hubschrauber über der Unglücksstelle. An Bord sind nicht nur Quack und Onkel Dagobert, sondern auch Tick, Trick, Track, Niki und Doofy. Aus, als wäre die glückliche Ente eine tote Ente. Ja, drehen Sie ab. Ich habe genug gesehen, Quack. Ach, bleiben wir doch noch, Herr Duck. Ich möchte gern sehen, wie sie untergeht. Das wird ganz schön blubbern. Entschuldigen Sie, dass ich Ihnen den Spaß verderbe, aber ich muss zur Flugenteninsel und die Küstenwache benachrichtigen. Na schön, schließlich sind Sie der Boss, Herr Duck. Oh, was für ein tolles Wrack. Das Foto wird gut in das Buch passen, das Quack gerade schreibt. Was sagst du? Quack schreibt ein Buch? Ja. Wracks, die ich nie vergessen werde. Tut mir leid, dass ich eure Prüfung für die Segelverdienstmedaille unterbrechen musste, aber ich brauchte dringend Quacks Hilfe. Wer tut das nicht? Zum Glück gibt es jede Menge Segelboote auf der Flugenteninsel. Ihr könnt da weitermachen, wo ihr aufgehört habt. Danke, Onkel Dagobert. Wenn es klappt, habe ich bald 2 Verdienstmedaillen, Onkel. 2? Wenn alles gut geht, haben wir bald 200. Genau. Herr Duck, hören Sie uns. Sie haben Landeerlaubnis auf der Flugenteninsel. Sie haben gehört, Quack. Lande! Ich brauche Landeerlaubnis. Schon kapiert, Herr Duck. Und diesmal schafft es Quack tatsächlich ohne Bruch zu landen. Wohlbehalten kommt man also auf der Flugenteninsel an. Ihr Kinder, ihr kriegt das Segelboot Kleine Welle für eure Verdienstmedaille. Ja! Ja! Seht zu, dass euch der Schnabel trocken bleibt. Dann mal los, Kinderchen, die wilde Wasserwüste ruft uns. Wir halten unseren Schnabel steif, wir pompieren ein Wieselstein. Und während Onkel Dagobert den kleinen Hafen verlässt, um sich mit den Matrosen seines gesunkenen Frachters zu treffen, gehen die Kinder und Quack an Bord der kleinen Welle, um für die Verdienstmedaillenprüfung zu trainieren. Die Jungen allerdings halten im Augenblick mehr davon, Seeräuber zu spielen. Nur Niki wirft einen aufmerksamen Blick in das schlaue Buch der Pfadfinder. Da hast du eins, du Schurke! Und noch eins! Ganz schön frech! Gebt ihm Saures, ihr Seebären! Was machst du da, Niki? Im schlauen Buch steht, dass alle Leinen nach ausgefransten Stellen untersucht werden müssen, die bei starkem Wind reißen könnten. Jetzt übertreib mal nicht, Niki. Weißt du, du nimmst diese Segelprüfung viel zu ernst. Ja, du hast leicht reden. Sieh mal, wie viele Verdienstmedaillen du schon hast. Und ich habe bis jetzt nur die eine fürs Rettungsschwimmen. Lass gut sein. Mit uns als Schiffskameraden wird die Segelprüfung für dich doch das reinste Zuckerschlecken. Ah, da gibt's was zu schlecken und schlimm. Köstlich. Also, wer weiß nun, was zuerst zu tun ist? Ich weiß, als erstes muss man das Großsegel setzen. Ich mach das.
glaube, sie hat die Verdienstmedaille so gut wie in der Tasche. In welcher Tasche? Inzwischen beginnt Onkel Dagobert die Unterredung mit seinen Matrosen. Wo kommen wir denn da hin? Wir lassen uns doch bei der Arbeit nicht von einem Seeländer... Soll er doch seine Ware selber verschiffen? Wir fahren nicht raus und lassen uns von einer Seeschlange fressen, Herr Duck, egal wie viel Sie dafür bieten. Wir haben unser Bestes getan, um dieses scheußliche Gerücht geheim zu halten, aber... Damit Sie es wissen, ich habe mein Schiff nicht an ein Gerücht verloren. Und mein erster Marktquaker Bill wurde lebendig verschlungen. Was bedeutet, dass er nicht mehr lebt? Ihr alle seid unter dem alten Quaker Bill gesegelt. Wisst ihr noch, was er immer gesagt hat, hm? Ja. Sehr richtig. Und außerdem hat er immer gesagt, nichts auf See würde ihn überraschen. Nun, er dürfte ziemlich überrascht gewesen sein. Und nun ist er weg. Immer wieder Ruhe, Leute. Euer neuer Captain hier wird tun, was er kann. Ja, wie zum Beispiel sich sonnen und seine Uniform bügeln lassen, nicht? Diese Story von einem Seeungeheuer ist natürlich völlig absurd. Ach, manches hört sich absurd an, bis man plötzlich mit ihm konfrontiert wird, Captain. Sollte was Ungewöhnliches geschehen, nehmen Sie mit mir Verbindung auf der kleinen Welle auf. Aber gewiss doch, Herr Duck. Als Onkel Dagobert wieder auf die Straße geht, sind gerade einige Seeleute dabei, einen Lastwagen zu entladen. Und als er etwas genauer hinblickt, fällt ihm vor Schreck fast der Zwicker vom Schnabel. Hey! Hey, das ist doch natürlich, das ist meine Fracht. Nun mal nicht so hastig, ja? Die Fracht, die ihr da abladen wollt, gehört mir. Und nicht pampig werden, hä? Jetzt mach da keine Mäkenke. Hast wohl nicht gut gefrühstückt heute, du Zylinder Fatzkevi? Mein Name ist Dagobert Duck und das hier ist meine Fracht von der glücklichen Ente. So, so. Tja, Pech gehabt, Herr Duck. Die Fracht, da hat ihn mal gehört. Sie wurde zum gesetzmäßigen Strandgut, als ihr Chef runterging. Sie gehört jetzt dem Burschen, der sie geborgen hat. Und dieser Bursche bin ich. Also machen Sie einen langen Spaziergang runter von einer kurzen Pier. Wie können Sie es wagen? Ich fürchte, er hat recht, Monsieur Duck. Das Gesetz ist nun mal auf seiner Seite, unglücklicherweise. Sie hören, was er sagt, Papst. Ich höre es, aber das letzte Wort ist noch nicht gesprochen. Vorsicht, Pete, treiben Sie es nicht zu toll mit ihm. Etwas später ist Onkel Dagobert bei den Kindern an Bord der kleinen Welle. Das Boot treibt friedlich auf dem Wasser und Quack brutzelt für alle seine Omelettes zurecht. Und ich sage euch, Kinder, dieser widerwärtige Piet hat was mit der ganzen Sache zu tun. Vielleicht hat er das Biest abgerichtet, Schiffe anzugreifen, damit er dann die Fracht bergen kann. So, das war das Letzte. Ich hoffe, ihr mögt meine besonders leckeren Seeomelettes. Ich wünschte, ich würde es mal zu sehen kriegen, deine sogenannten Seeomelettes. Ich meine, die sogenannte Seeschlange. Ich hoffe, das ist nur mein Magen, der da knurrt. Das hörte sich aber gar nicht so an. Heiliger Quarkstrudel, die Seeschlange! Donnerwetter, die verspachtelte Kram wie ein Schiffsbügel! Tja. Nun konnten unsere Freunde mit eigenen Augen beobachten, wie die Seeschlange nur einige Meter entfernt ein Schiff angriff. Die Matrosen konnten sich retten, doch Onkel Dagobert hat einen Plan gefasst. Als Hafenarbeiter verkleidet, will er den dicken Piet beobachten, um ihn so möglichst auf frischer Tat zu ertappen. Dann mal los, ihr faulen Hunde, an die Arbeit! Vielleicht ertappe ich ihn auf frischer Tat und kann beweisen, dass er mit dieser Seeschlange unter einer Decke steckt. Hey, pass auf, wo du hintorkelst! Komm wieder, wenn du ein paar Zentimeter größer bist und ein paar Muskeln mehr drauf hast, Kleiner. Milliardär zu sein ist nur halb so anstrengend. Doch da ist es passiert. Aus heiterem Himmel ist die Seeschlange wieder aufgetaucht und hat vor den Augen der entsetzten Hafenarbeiter Onkel Dagobert mit Haut und Feder verschlungen.
du nicht. Jetzt bin ich jetzt davon überzeugt, dass es diese Seeschlange wirklich gibt. Und auch Dagobert Duck dürfte jetzt genauso davon überzeugt sein. Ach, was war er für ein netter Kerl. Und jetzt werden wir nie wieder zusammen Bruch landen. Gibt's denn wirklich gar keine Chance, dass er doch überlebt hat? Na ja. Naja, eigentlich ist der Onkel Dagobert doch ein zäher Brocken. Ich meine, auch für so eine Seeschlange. Ich schlage vor, wir verfolgen die Spur von dem Ungeheuer. Vielleicht finden wir Onkel Dagobert ja doch lebend wieder. Aber... Man darf nie die Hoffnung aufgeben. So steht es auch in unserem schlauen Buch drin. Du hast recht, Niki. Da steht, niemals die Hoffnung aufgeben. Jawohl, so ist es. Quack wird das Monster schon erledigen, auch wenn er es mit bloßen Händen auf dem Meeresboden erwürgen müsste. Na, nun übertreib mal nicht, ja? Warum lasse ich mich immer wieder zu sowas überreden? Weil du tapfer bist und kühn und... Oh, Entschuldigung, manchmal kann ich mich einfach nicht bremsen. Eine Frage, habt ihr tatsächlich das Kapitel über Segeln in dem schlauen Buch studiert, hä? Klar, zumindest überflogen. Während wir Piraten gespielt haben. Dann mal los, Kinder. Wenn wir Herrn Duck retten wollen, müssen wir die riesige Seeschnecke erstmal aus ihrem Versteck locken. Junge, hat Quack aber schon eine Menge Medaillen. Die meisten fürs Überleben von Katastrophen zu Wasser, zu Land und in der Luft. Das ist komisch. Ausgerechnet eine Schwimmmedaille hat er nicht. Oh, armer Onkel Dagobert, wo bist du nur? Tja, man sollte meinen, Onkel Dagobert wäre nicht mehr am Leben. Aber das ist ganz und gar nicht so. Was sonst noch keiner weiß, für Onkel Dagobert aber nun Gewissheit ist, die Sache mit der Seeschlange ist ein Riesenschwindel. Und dahinter steckt niemand anders als sein eigener Matrose Quackerbill. Er hat ein Unterseeboot umgebaut und als Seeschlange getarnt, um so Schiffe anzugreifen und sich dann an der Fracht zu bereichern. Aber er hat nicht mit Onkel Dagobert gerechnet. Oh, das ist ja auch Fracht von der glücklichen Ente. Das heißt, ich muss in einem von Piets Lagerhäusern sein. Wir müssen diese Kinder auf dem Segelschiff loswerden, Quackerbill. Du weißt ja, wie das ist, Kamerad. Nachdem unsere gute Seeschlange zwei so alte Vögel wie Dagobert Duck und mich verspeist hat, werden hier die Kleinen besonders gut schmecken. So, jetzt wird's die Alte wieder machen. Wenn wir jetzt rausfahren, kann sie das Segelboot mit den Kindern auf einen Biss wegputzen. Schock, schwere Not. Sie haben vor, die Kinder und Quack zu beseitigen. Ich muss hier irgendwie rauskommen. Aha, eine Taucherausrüstung. Sicher gibt es unter der Oberfläche einen Ausweg aus dem Tümpel. Also schnappt sich Onkel Dagobert die Taucherausrüstung und schwimmt, genau wie die künstliche Seeschlange, in Richtung Segelboot, auf dem Quack und die Kinder bereits die Suche nach Onkel Dagobert aufgenommen haben. Niki, ich ernenne dich zum neuen Kapitän dieses Schiffes. Ei, ei, Sir! Was nun den Rest von uns angeht, ist ziemlich klar geworden, dass wir keinen blassen Schimmer haben. Ei, ei, Sir! Also dann, mein Schätzchen, begib dich mal ans Ruder. Ich will ja wirklich keine Panik machen, aber sie ist wieder da! Fähnlein, Fieselschwein, bereithalten zum Abwehren der Seeschlange! Seht mal, da ist Onkel Dagobert! Onkel Dagobert, du lebst ja! Oh, Onkel Dagobert, ich wusste es, ich hab's gewusst! Tapfer verteidigen Quack und die Kinder ihr Segelboot. Sie haben mehrere Seile um den Kopf der Seeschlange geworfen und versuchen nun, sie zu überwältigen. Aber auch Onkel Dagobert ist nicht untätig. Denn er ist inzwischen untergetaucht und hat sich an Bord des Seeschlangenunterseebootes geschlichen. Quackerbill und sein Kumpan haben ihn noch nicht bemerkt, denn es gibt Schwierigkeiten mit der Maschine. Sie zischelt und qualmt bereits bedenklich. Machen Sie was, damit die verdammte Maschine aufhört zu qualmen. Die bringt mich ja noch um. Ich kann nichts machen. Wir kommen nicht von diesem Segelboot los und dadurch wird unsere Maschine immer heißer. Wenn wir nicht das Seil vom Hals der Schlange wegkriegen, wird sie uns noch hochgehen. Sie sind bereits hochgegangen, Quackerbill. Oh, Dagobert Duck. Und Sie Hände weg vom Schaltpult, Herr Seeschlange, ja? Doch in diesem Augenblick gibt es einen Ruck.
und Onkel Dagobert verliert das Gleichgewicht. Ja, wenn man eine Landratte ist, muss man erstmal seefest werden. Hart in die Ecke und keine Wellen gemacht. Die Seeschlange und ich empfehlen uns inzwischen. Wie kann sich ein alter Seebär wie Sie gegen die eigenen Leute stellen, Quackerbill? Oh, das macht die Liebe, verehrter Herr Duck, die Liebe zum Geld. Ich habe beschlossen, ins Bergungsgeschäft einzusteigen. Damit sich das auch lohnt, schalte ich die Konkurrenz aus und dabei hilft mir mein kleiner Lieb. Also Ihre Gaunereien sind unter aller Würde. Was heißt hier unter aller Würde? Unter Wasser meinen Sie? Und ich sage Ihnen, die Maschine explodiert gleich. Irgendwas stimmt damit nicht, wir haben Druck verloren. Ich kriege keine Luft mehr! Alle Mann von Bord! Tja, Pech gehabt. Denn die Maschine gibt endgültig ihren Geist auf. Und so sind auch Quackerbill und sein Komplize ebenfalls gezwungen, sich zu ergeben. Oh, Herr Quackerbill, nett, dass Sie auftauchen, um uns zu besuchen. Es versteht sich, dass Sie festgenommen sind. Ach, hol euch den Teufel! Wie gut, dass ihr nie die Hoffnung aufgegeben habt, Kinder. Denn mein Fieselschweif, Achtung! Fieselschweif, Niki, heute hast du dir mehr als deine Verdienstmedaille im Segeln verdient. Ja! Danke! Siehst du, Niki, bald hast du genauso viele Medaillen, wie wir schon haben. Ach, die Medaillen sind gar nicht so wichtig. Hauptsache ist, ich weiß, dass ich all diese Dinge auch wirklich kann. Meinst du, du könntest uns ein paar Seemannsknoten beibringen? Sicher, Matrosen, holt eure Tampe. Könntest du mir auch einen Gefallen tun, Niki? Und mir Schwimmen beibringen? Aye, aye, Sir. Na, da hat Niki ja noch viel zu tun. Aber die Hauptsache ist, dass ihr Abenteuer mal wieder gut ausgegangen ist. Doch ein neues wartet bereits auf sie. Bis dann. Onkel Dagobert ist allerbester Laune. Kein Wunder, denn er geht im Augenblick mal wieder seiner Lieblingsbeschäftigung nach. Er zählt sein Geld. Oh, ich liebe mein Geld und wie ich es liebe, ich könnte es tagelang zählen. Ha, 5er und 10er und 20er. Bist du startbereit, Onkel Dagobert? Gleich kann's losgehen, lass mich nur zusammenzählen. Schlecht für einen halben Tag Arbeit. Ich glaube, ich kann es mir leisten, den Nachmittag freizunehmen. Yippie! Achtung, Fische, jetzt geht's gleich los, okay. Ach, Sir, ich komme mit einer schlechten Nachricht. Die Königin des Südens wird als vermisst gemeldet. Die Königin des Südens? Ja, so heißt eines ihrer Frachtschiffe, Sir. Was? Hat vor 2 Tagen den Hafen verlassen, mit 50 Tonnen Erdnussbutter an Bord, mit kleinen Stückchen drin. Mit Stückchen drin? Keine Spur von der Mannschaft? Das ganze Schiff ist verschwunden, Sir, wie vor ihm schon viele andere. Sie meinen... Ja, Sir, im berüchtigten Bermuda-Dreieck, Sir. Tatsächlich im Bermuda-Dreieck? Das ist, wie man weiß, das schrecklichste Dreieck der Welt. Das ist ein Skandal, eine Ungeheuerlichkeit, das kann man nicht hinnehmen. Das ist das 3. Schiff in 2 Jahren, Sir. Ja, es wird Zeit, dass ich mich dieser Angelegenheit persönlich annehme. Das Angeln können wir abschreiben, Jungs. Mein Flaggschiff klarmachen zum Inseestechen, sofort. Soll das etwa heißen, dass du zum Bermuda-Dreieck fährst, Onkel Dagobert? Was will ich meinen? Diese Geheimnistuerei ist doch nur altes Seemannsgarn. Aber dort verschwinden doch immer wieder Schiffe, oder nicht? Dafür passieren täglich Hunderte das Bermuda-Dreieck unversehrt. Es ist eine vielbefahrene Strecke. Siehst du sicher wie mein Safe. Na prima, dann kannst du uns ja mitnehmen und wir können vom Schiff aus angeln. Ja, ja. Angeln? Angeln, ja natürlich. Ja. Wieso nicht? Morgen früh mit der Flut laufen wir aus. Onkel Dagobert und seine Neffen Tick, Trick und Track starten also wieder in ein neues Abenteuer. Wie verabredet, findet sich Familie Duck am nächsten Morgen im Hafen ein. Ach, willkommen an Bord, Herr Ducky.
Ich heiße Duck. Und wer sind Sie? Ach, Kapitän Nebelhorn, zu Ihren Diensten, Sir. Wo ist denn mein reguläres Flaggschiff, Kapitän? Ja, gütiger Himmel, ich dachte, das hier wäre Ihr reguläres Flaggschiff. Wo ist der Kapitän, der gewöhnlich als Kapitän mein Flaggschiff befehligt? Kapitän! Oh, nein, wie dumm von mir! Der Reguläre ist im Urlaub und ich bin vom Profcap-Surf. Profcap-Surf? Provisorischer Kapitänservice. Wir bieten diese Woche ein Sonderangebot. 7 Meere für den Preis von 6. Na, wie finden Sie das? Ach, na gut denn, Kapitän Nebelhorn, dann legen Sie mal ab. Prima, und wir holen unseren Angelkram raus, Jungs. Wir fahren viel zu schnell. Genau, da kommt ja kein Fisch mit. Nicht mal ein fliegender Fisch. Mein Köder geht gar nicht unter. Er fährt Wasserski, seit wir losgedüst sind. Kapitän Nebelhorn, ich möchte, dass ich den kürzesten und schnellsten Kurs mitten in den toten Punkt des Bermuda-Dreiecks ermittle. Oh nein, müssen Sie unbedingt das Wort Tod benutzen, wenn Sie vom Ziel unserer Fahrt sprechen, Sir. Das ist ja zum Fürsten. So, oh, ich will Ihnen was sagen. Ich bin hier der Boss und ich benutze gern die Worte, Sie sind gefeuert, Sie werden hier nie wieder arbeiten und verhaften Sie diesen Mann. Also bringen Sie mich zum Bermuda-Dreieck. Seht doch mal da vorne, ein Schwarm Delfine. Komisch, die sehen aus, als ob sie vor irgendwas Angst hätten. Ja, denselben Gesichtsausdruck habe ich schon mal bei Ölsardinen in der Büchse gesehen. Was kann ihnen bloß solche Angst eingejagt haben, Jungs? Wir sind gerade ins Bermuda-Dreieck reingefahren, Captain Nebelhorn. Was Sie nicht sagen, ja, dann drehen wir vielleicht besser um. Wir wollen nichts riskieren. Unsinn, wir fahren in ein kleines Unwetter rein, na und? Weiß jemand von Ihnen, wie man das buchstabiert? S-O-S. Ich glaube, wir fahren direkt in ein Unwetter rein. Hier im schlauen Buch steht, man kann rauskriegen, wie viele Kilometer man noch von einem Gewitter entfernt ist, indem man die Sekunden zwischen dem Blitz und dem Donner zählt. Na, das probieren wir doch gleich. Ich übernehme das Zählen. Eins. Sir, das ist der schlimmste Sturm, den ich in all meinen Jahren auf See jemals erlebt habe. Wie viele Jahre befahren Sie eigentlich schon die See, Kapitän Nebelhorn? 21, wenn man meine 20 Jahre beim Bootsverleih im Kinderland mitzählt. Du liebe Güte, die Kinder. Ach ja, die lieben Kleinen. Sie nannten mich dort immer Captain Tut-Tut. Ich übernehme das Ruder, Bootsmann Franz. Na, alles so ein Entwurf. Wir haben uns zwar einen Moment lang Sorgen gemacht, aber... An der Reling festhalten und atmen im Rhythmus des Schiffes. Und fürchtet euch vor nichts. Ja! Danke. Nur dieser Dummkopf Nebelhorn bereitet mir Kopfschmerzen. Kommt mit, Jungs. Tut mir leid, Nebelhorn, aber ich muss Sie leider als Kapitän ablösen. Sie werden es gleich selbst erleben. Dabei kann man glatt durchdrehen. Das sind Sie bereits, wie man sieht. Jedenfalls habe ich jetzt das Kommando. Onkel Dagobert manövriert das Schiff aus dem Unwetter heraus. Aber schon taucht ein neues Problem auf. Dichter Nebel. Das hast du toll gemacht, Onkel Dagobert! Plötzlich ist alles ganz still. Aber der Nebel, in den wir da reinfahren, der wird immer dicker und kommt immer näher. Ich sehe bald nicht mehr das Ende von meinem Schnabel. Wir scheinen auf Grund gelaufen zu sein. Das sieht mir aber sehr nach Schwierigkeiten aus. Ein Glück nur, dass du das Kommando hast, Onkel Dagobert. Hallo, Maschinenraum, versuchen Sie es nochmal. Alle Maschinen volle Kraft zurück. Dann muss ich wohl Seetang um die Schiffsschraube gewickelt haben. Gut, gut, dann bleiben Sie mal auf Bereitschaft, ja? Ach, mir ist noch nie Ähnliches widerfahren. Wenn ich das sehe, fällt mir der schlimmste Traum ein, den ich jemals hatte. Der Vertrag im Spinatland? Du sagst es! Der Nebel verhindert, dass die Sonne durchkommt. Kinder, wir sollten uns das vielleicht näher ansehen. Und das tun Sie auch.
Dabei stellen sie fest, dass das Schiff nicht auf Grund gelaufen, sondern in Seetank geraten war, der so dicht ist, dass man sogar darauf laufen kann. Wie auf einem riesigen Waldmeisterpudding. Das scheint beinahe fest genug, um darüber zu laufen. Ist in Ordnung. Kommt, Jungs. Das ist, als ob man auf Pfefferminzgelee spazieren geht. Und es scheint immer fester zu werden. Ja, ja, völlig hart. Meiner Treu, welch trostlose Gegend. Kein Wunder, dass die Delfine vorhin gemacht haben, dass sie wegkommen. Na ja, hier könnte auch nichts leben. Jedenfalls nicht für lange Zeit. Sagt mal, riecht ihr auch, was ich rieche, hä? Etwas schwach, aber vertraut. Erdnussbutter! Erdnussbutter mit Stückchen drin! Das muss sie sein, die Königin des Südens! Los, weiter, Jungs! Vorsichtig stapft Familie Duck im Nebel über den Seetank. Die Atmosphäre ist gespenstisch. Und dann endlich finden sie, was sie suchen. Da ist sie, Onkel! Ja, und sitzt total fest. Aber nicht, weil sie Schiffbruch erlitten hat. Da hat jemand den Bug aufgerissen, um an die Fracht ranzukommen. Wieso gerade meins? Warum konnte das nicht dem Traumschiff passieren? Sie kann doch erst seit ein paar Tagen hier festliegen, nicht? Aber seht mal, wie der Seetank schon gewachsen ist. Ja, und keine Spur von der Mannschaft. Kommt weiter, Jungs! Einige von den Wracks müssen hier schon seit Hunderten von Jahren liegen. Ich möchte nur wissen, was mit den ganzen Mannschaften passiert ist. Das soll Truck sofort erfahren. Denn auf einmal sind unsere Freunde umzingelt von seltsamen Gestalten. Sonst noch Fragen, Truck? Ja, wisst ihr, ob es möglich ist, dass man mit Zombies Freundschaft schließt? Zombies? Wir denken, wir wären Zombies. Man wird euch alles erklären, Neuankömmlinge. Kommt mit, wir bringen euch zu Captain Bounty. Nicht willkommen, Neuankömmlinge, ganz und gar nicht willkommen. Ich bin Captain Bounty. Ich bin der hier das Sagen hat, der oberste Big Boss, das höchste Tier, der Hauptpanzer, die Nummer 1, das bin ich. Schließt euch unseren Leuten hier an oder schiebt ab übers Plankton. Nur ein kleiner Scherz, wenn wir Neuankömmlinge nicht willkommen heißen. Wieso sagen Sie eigentlich dauernd nicht willkommen? Soll das ein Witz sein? Ihr seid hier genauso unwillkommen wie unser Seetankmonster. Das Letzte, was ich brauche, sind noch mehr Leute, die ich überwachen muss. Was glaubt ihr denn, wer ich bin? Ein Nachtwächter? Seit einiger Zeit begegnen mir nur bescheuerte Schiffskapitäne. Wie ihr gemerkt habt, sind wir hoffnungslos verloren auf einer grässlichen Seetanginsel, die hin und her schaukelt im berüchtigten Bermuda-Dreieck, ohne jede Hoffnung auf Rettung. Dafür wissen wir immer noch einen guten Witz, ich schätze. Das ist das Einzige, was uns hier bei Laune hält. Kommt nur, kommt, während ihr uns zu eurem Schiff führt, gebe ich euch einen wesentlichen Überblick. Jeder hat hier seine Aufgabe. Ich weiß das, weil ich allen sage, was sie tun sollen. Ja, wie zum Beispiel... Das sind die Wassersammler. Die fangen den Regen als Trinkwasser auf. Glücklicherweise regnet sie jeden Tag ein bisschen. Verstehe, daher wohl auch ihr trockener Humor, hä? Die meisten unserer Nahrungsmittel werden aus Seetang gemacht. Seetang-Pfannkuchen, Seetang-Pudding und schließlich jedermanns Lieblingsspeise. Die schmackhafte Seetangwurst. Als großes Geheimnis versteckt in einem Seetangbrötchen. Wir könnten das Ding ebenso gut Mohrenkopf nennen. Aber dafür ist es zu grün. Warum verlasst ihr nicht einfach diesen trostlosen Ort? Das können wir nicht. Jedes Schiff, das in unsere Nähe kommt, bleibt hoffnungslos im Tank hängen. Und das ist der Grund dafür, weshalb wir an diesem Ort hängen. Hören Sie mal, vielleicht brauchen Sie hier nichts weiter als einen neuen Boss. Jemand mit Wagemut, wie mich. Mit neuen Ideen und Fluchtplänen. Und mit besseren Witzen. Nun halt mal die Luft an, Freundchen. Ich war hier immer der Boss und werd's auch bleiben. Ach ja? Jawohl. Und du wirst meine Befehle befolgen, wie alle anderen auch, verstanden? Dafür zeigt Captain
Bounty-Tier, ihr, wie man überlebt. Was ist? Stimmt das etwa nicht, hm? Ja! Schickt sie zur Arbeit auf die Seetangfelder. Dann sucht ihr Schiff und verteilt ihre Vorräte. Habe gerecht, hört ihr? Ja, was bleibt Onkel Dagobert und den Kindern anderes übrig, als sich vorläufig in ihr Schicksal zu ergeben und auf den Seetangfeldern tüchtig mit anzupacken? Ah! Oh! Wie mein Rücken wehtut! Was für ein Ort des Jammers! Allein der Gedanke, dass aus diesem Zeug vielleicht Pudding gemacht wird, geht! Was ist denn das? Na, hoffentlich nicht die Essensglocke, Jungs! Es ist Mittag und alles steht zum Besten! Sprechen Sie leise, ich muss mich kurz fassen. Wer sind Sie? Ich bin Captain Slattery. Nicht noch ein Kapitän. Aber ich arbeite für Sie. Ich bin auf dem ersten Schiff gefahren, das verloren gegangen ist. Ich erinnere mich, Slattery. Und die Crew? Wir alle müssen hier schuften. Als wir hörten, dass Sie gekommen sind, hat uns das ein wenig aufgemuntert. Wir alle wollen weg von hier, aber Captain Bounty... Ah, der wird nicht zur Vernunft zu bringen sein und seine Leute sind in der Überzahl. Die meisten von denen wollen auch fort. Sie haben alle nur Angst, ihm die Stirn zu bieten. Aber jetzt, wo Sie hier sind... Verstehe, es ist nun an mir, hier die Führung zu übernehmen. Trommeln Sie alle zusammen, die für uns sind. Ich laufe zurück zum Flaggschiff und hole weitere Hilfe. Alles klar, Herr Duck. So, Captain Bounty glaubt, er kann sich die Treue seiner Leute mit grünen Würsten und abgedroschenen Witzen erkaufen. Der Mann ist doch selber ein Witz. Ich werde uns alle von dieser elenden Insel wegschaffen und nichts wird mir im Wege stehen. Doch da täuscht sich Onkel Dagobert, denn im Augenblick steht ihm schon etwas im Wege. Und zwar das schreckliche Seetankungeheuer. Lauft, Jungs! Das Seetankungeheuer! Lauft zu der Antalione! Antalione, Attack! Wir holen ihn niemals ein! Das Seetankungeheuer ist Onkel Dagobert dicht auf den Fersen. Doch da plötzlich erklingt Musik. Cembalo-Musik. Gespielt vom alten Captain Bounty. Das reicht. Cembalo-Musik ist das Einzige, womit man das wilde Biest besänftigen kann, mein Lieber. Sie sind ein Mann mit viel Talenten, Captain Bounty. Ja, als Kapitän fühlt man sich verantwortlich für seine Leute, sogar für die, die man nicht so besonders mag. In der Tat, Sie haben mein Leben gerettet. Deshalb ist es für mich nicht leicht, es Ihnen zu sagen. Aber ich übernehme ab sofort die Führung hier. So? So? Sie haben's noch immer nicht kapiert, nein? Tja, dann will ich Ihnen mal die Augen öffnen, auf die härtere Tour. Mann, Sie sind es, dem die Augen geöffnet werden müssen. Wie meinen Sie das? Sie zwingen die Leute hier zu überleben, indem Sie ihnen die Hoffnung nehmen. Hoffnung? Welche Hoffnung? Dass die Flucht von hier möglich ist. Er hat recht, Captain Bounty. Was soll das eigentlich bedeuten, hä? Ich habe euch gezeigt, wie man überlebt, wie man gemeinsam arbeitet. Dafür sind wir auch sehr, sehr dankbar. Aber wir möchten wenigstens versuchen, heimzukommen. Tja, denkt ihr denn alles so darüber, hm? Ja, ich hatte ja keine Ahnung. Sie haben gewonnen. Und wer Onkel Dagobert kennt, der weiß, dass er immer einen Ausweg findet. So auch diesmal. Mit vereinten Kräften befreien er und die Seeleute sein Flaggschiff vom Seetank und laufen schon am nächsten Tag im Hafen von Entenhausen ein. Dass das Schiff noch immer einen kleinen Teppich von Seetank mit sich schleppt, ist eigentlich nicht so schlimm. Nur ahnt bis jetzt noch niemand, dass unter dem Tank das Ungeheuer mitgeschwommen ist. Sie haben es wirklich geschafft, Herr Duck. Ja, ja, aber Sie haben ihnen geholfen, so lange zu überleben, bis die Flucht gelingen konnte. Oh je, sieh mal, Onkel Dagobert, wir haben nicht den ganzen Seetang abgeschnitten. Keine Angst, Jungs, das kleine bisschen wird uns keinen Ärger machen. Das Biest ist ja immer noch hinter dir her, Onkel Dagobert. Wem sagst du das, Dreck? Diesmal erwischt es mich. Seht doch mal, Jungs, es läuft zurück unter den Seetang. Irgendwas scheint ihm Kopfschmerzen zu machen. Kein Wunder, es hat nie zuvor die Sonne gesehen. Seine Welt ist da hinten, im Bermuda-Dreieck.
Ich glaube fast meine Welt auf. Tja, weder das Ungeheuer noch Captain Bounty fühlen sich im hellen Sonnenlicht und unter so vielen Leuten wohl. Und so hat der Captain beschlossen, mit dem Ungeheuer zum Bermuda-Dreieck zurückzukehren. Und wer hätte das gedacht? Onkel Dagobert stellt dafür sogar eines seiner Schiffe zur Verfügung. Ich kann nicht sagen, dass ich mit Ihnen übereinstimme, aber schließlich habe ich das ja noch nie. Wissen Sie, Herr Duck, ich bin lieber ein großer Fisch in einem kleinen Teich als ein kleiner Fisch auf einem riesigen Fischmarkt. Und außerdem braucht mein alter Kumpel hier eine Mitfahrgelegenheit nach Hause. Sie haben ja ein weiches Herz, Captain Bounty. Sie haben auch mir das Leben gerettet. Und es wird immer wieder Leben zu retten geben, dort auf dieser Seetanginsel. Na sehen Sie, da werde ich eben gebraucht. Vielen Dank für das Schiff. Ich gebe mir Mühe, so richtig schön im Seetang stecken zu bleiben. Leben Sie wohl! Auf Wiedersehen, Captain Bounty! Ahoi! So segelt der alte Captain Bounty davon. Im Schlepptau einen kleinen Seetangteppich und darunter das Ungeheuer. Unsere Freunde blicken ihnen nach, bis sie am Horizont verschwinden. Wer weiß, ob es jemals ein Wiedersehen geben wird. Aber ein Wiederhören mit Onkel Dagobert und den Seinen gibt es auf jeden Fall. Und das schon sehr bald, in den nächsten DuckTales.